Herzlich willkommen zurück zu Until Dawn. Wir befinden uns gerade auf der Suche nach der Tasche unserer Freundin, unserer liebreizenden Freundin Emily. Moment, das habe ich ja schon, glaube ich, am Ende vom letzten Part aufgehoben. Ja, gut. Hatten wir vorher schon. Deswegen sehen wir jetzt nichts Neues. Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Bevor wir sie ansprechen. Oh nee, es guckt schon noch da durch. Gibt's irgendetwas? Wir hatten gerade einen Wapiti gesehen, das weggerannt ist. Die Frage ist, ist es einfach so weggerannt oder ist es vor etwas weggerannt? Okay, hier gibt es nichts außer das Fernglas. Können wir auch gleich zu Emily gehen. Hey, Em? Ja? Ich finde, wir sollten das Wochenende neu anfangen. Gleich jetzt. Rein Tisch. So. Kein Streit, kein Mike, keine Jess. Nur du und ich zusammen allein in der schönen Natur. Oh, du meinst au naturel. Genau das. Da habe ich nichts dagegen. Ich hoffe, ich habe jetzt die Beziehung zu dieser Bitch jetzt verbessert. Jawohl, immerhin. Wir sind fucking hilfsbereit. Ich glaube, das ist nicht gut für uns. Safe, das bedeutet den Tod. Holy crap. Einfach so mitten im Wald ein Bewegungssensor. Nice. Hey, Dummkopf, komm hier lang. Willst du irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Merkwürdig. Bist du taub, du Spinner? Wieso? Ich bin doch zurück. Braver Hund. Jetzt gehorche. Hey, diese Frau ist einfach nur so respektlos. Die hat übelste Schellen verdient. Ja? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Kein Problem, Babe. Aber du solltest dran denken, dass ich mehr für dich sein kann als eine große, muskulöse Gepäcksuchmaschine. Kannst du das beweisen? Auf jeden. Was? Auf jeden. Warte, was soll das heißen? Na, auf jeden Fall. Ich dachte, das klingt sexy. Diese Kameraeinstellung gefällt mir null. Bestimmt springt uns gleich irgendetwas entgegen, ein Rabe oder ein Wolf. Vielleicht sogar ein Grizzlybär, wer weiß, so ein Rentier.
Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Hättest du hier Platz genug? Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Es gibt jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Oh, na sieh mal an. Hey. Was soll das, Sam? Nicht eifersüchtig sein. Warum bringst du mich her? Ich komme mir vor wie ein Depp. Sei nicht so empfindlich. Ich bin mit dir hier, jetzt gerade. Mike ist der Depp. Okay, vielleicht ist Depp nicht das richtige Wort. Oh, was denn? Glückspilz. Hm, schon besser. Eigentlich so Wichtiges in der Tasche. Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Oh, hey, die brauchen wir nicht. Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Emily! Emily! Reingelegt, Domi. Scheiße, so eine blöde Kuh. Ach, jetzt komm! Was war das? Weiß nicht. Stimmt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Sehr, Madame. Danke. Oh, wow, sehr beeindruckend. Okay, das ist irgendwie krank. Hey, was soll das? Mein Schweinekopf eklig. Der war vorher noch nicht da.
Nachricht? Wow. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh! Matt! Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Ich glaube, das ist so die letzte Person, die ich überhaupt sehen will. Jetzt müssen wir uns nur mit diesem Backen hier rumschlagen. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Das war, aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ehrlichkeit. Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit? Und Nächstenliebe. Nächstenliebe oder Ehrlichkeit? Boah, das ist ziemlich schwierig jetzt. Aber ich würde mal einfach mal bei der Ehrlichkeit bleiben. Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Wieder mal ist gut, also das ist einfach, würde ich mal sagen, eine Interpretationssache, wenn er es so sieht. Prinzipien treu bleiben, anstatt anderen zu helfen. Was bisher geschah? Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Wir machen es mal ernsthaft. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha?
Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wer bist du? Ach. Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. Shit. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine... Dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? Weh? E. T. L. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Anne. Oh. Mein Controller ist gerade ausgegangen. Auch noch im ungünstigsten Moment. Sorry, Leute. Wir fragen einfach mal, wer der Mörder ist. Okay. Hä, was ist denn da jetzt schon wieder los? Okay, wenn wir schon unseren Controller anschließen, dann wäre es auch nicht schlecht, wenn... Wer war das? Wenn das Ende vom Kabel auch in der PlayStation drin steckt. Heilige Scheiße! Chris! Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht echt. Ich kann das jetzt nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Scheiß! Ich würde mal leicht behaupten, dass das Spiel jetzt so langsam in Fahrt kommt. Jess, wo bist du hin? Also das mit dem Geisterbrett war schon heftig. Grüße aus dem Jenseits.
Und die Jess ist verschwunden. Jessica! Und wir als Mike dürfen unsere Freundin suchen, bewaffnet mit einer Taschenlampe. Immerhin können wir unseren Angreifer damit blenden. Jess! Süße, bist du da drin? Okay, nicht cool. Nicht cool. Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Da liegt doch irgendwas. Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Nicht witzig. Ich schwöre hoch und heilig, shit. Ich mach dich nicht. Du bist so eine blöde Kuh. Oh mein Gott. Nein. Das war so genial. Nein. Warte, das musst du sehen. Das musst du Ich will sehen. Dir das nicht. Nein. Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht. Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst. Dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mehr anstrengen. Du willst also mehr. Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Ja, erschreckt euch nur weiter gegenseitig. Im Hintergrund werden wir von irgendeinem Psychopathen verfolgt. Okay, gut. Hier haben wir den Anfang, also müssen wir definitiv in die andere Richtung laufen. Nur wir haben zwei Pfade hier, rechts, links. Rechts kommen wir ja. In der Hoffnung, noch weitere Artefakte oder Hinweise oder sonstige Dinge zu finden. Am besten, wenn wir eine Waffe finden würden, um uns zu verteidigen. Aber leider sind wir hier nicht bei Wünsch dir was. Oh Mann.
Am besten, ich schaue mir nochmal alle Totems an. Vielleicht gibt es ja schon etwas, das wir gebrauchen könnten. Boah. Er spielt umgewuchst. Rehe. Und wir können noch unten Ereignisse der Vergangenheit. Das habe ich gar nicht gesehen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Aßen Menschenfleisch. Und vielen Jagden. Okay, das war definitiv. Fassbar weit entfernt. Gruselig gerade. Boah. Ey Leute. Das Spiel lohnt sich definitiv. Also, ich habe jetzt Glück, weil ich PlayStation Plus Member bin. Ich glaube, ich hätte es mir sonst niemals gekauft. Wow. Außer ich hätte es von jemandem empfohlen bekommen, nur kennt es halt keiner so wirklich oder es kam halt nie so zum Gespräch. Und es war kostenlos für einen PlayStation Plus Member. Ich habe mir schon gedacht, warum nicht, nehme ich es einfach mal mit und bin bis jetzt definitiv begeistert von dem Spiel. Es macht einen Heidenspaß, auch diese Beziehungsleisten, die wir hier haben, finde ich sehr, sehr interessant, diesen Beziehungsstatus zu den einzelnen Charakteren, die mit uns sich wieder hier auf diesem Berg in dieser Hütte von den Washingtons befindet. Ja. Mal sehen, was es später zu gebrauchen ist. Ich würde mal bis zum nächsten Mal, euer Banana Bruder Elmo. Ciao.